Wir befinden uns hier auf der Landstraße zwischen Wolfschluken und Neuhausen auf den Fildern. Alarmierung war schwerer Verkehrsunfall mit 5 Verletzten. Hier vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass 2 PKWs aufeinander aufgefahren sind mit einer Geschwindigkeit um die 60 km/h. In einem PKW mit 2 Personen besetzt plus ein Hund. Im weiteren zweiten auffahrenden PKW ein Vater mit 2 Kindern. Wir hatten hier 5 Verletzte. Personen vor Ort. Aufgrund der Kinetik ist man von den schwerverletzten Patienten ausgegangen, die alle in Kliniken verbracht wurden. Hier vor Ort waren Rettungshubschrauber zusätzlich angefordert und im Einsatz, der einfach einen Patienten aus dem Landkreis geflogen hat, um die Kapazitäten hier im Landkreis nicht zu überlasten. Hier vor Ort waren 2 Notärzte, 4 Rettungswagen, der Hubschrauber, der leitende Notarzt. Mein Name ist Thomas Ernst, Kommandant und Einsatzleiter Feuerwehr Neuhausen. Die Feuerwehr Neuhausen wurde 17.57 Uhr zu einem Verkehrsunfall 2 alarmiert. Wir befinden uns hier zwischen Neuhausen und Wolfschluken auf der Landstraße. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges war folgende Situation anzutreffen. Es war ein man ging von einem schweren Auffahrunfall aus. Mit 2 beteiligten PKWs. Insgesamt in den 2 PKWs waren 5 Personen insassig. Davon waren 2 Kinder. Zudem waren in einem Fahrzeug ein Hund und in einem anderen Fahrzeug eine Katze vor Ort. Ein KDW von Rettungsdiensten war schon eingetroffen, hat die Erstversorgung unternommen. Unsere Aufgabe war es, in erster Linie Unterstützung bei der Verletztenversorgung, Brandschutz sicherstellen, auslaufende Flüssigkeiten binden und später dann den eintreffenden Rettungshubschrauber dementsprechend ausleuchten, die Landefläche ausleuchten. Die Feuerwehr Neuhausen war mit 32 Kräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.